Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Project Horizon 2 Kappa Mode. Oh yeah. So, wir haben jetzt so einen ziemlich viel Fortschritt gemacht und ich möchte auch ein Questbuch heute weitermachen. Einmal habe ich mich entschieden, ich werde diese Quest wahrscheinlich einfach nur offscreen gerade kurz wegböllern. Hier sind wir relativ weit, wir müssen noch den Rest von Botania machen und hier noch ein bisschen. Hier ist eigentlich noch viel Kleinscheiß, den wir wegballern können. Halt die Enderquarry und die Endothermic Pump. Die Division Sigil werde ich onscreen machen. Besonders wegen dem Pseudo-Division Sigil, weil ich das noch nie gemacht habe. Maschinen können wir irgendwann mal machen, wenn wir nichts zu tun haben. Hier würde ich heute gerne weitermachen. Einmal möchte ich gucken, Demon Steel of the First Magnitude, wenn wir mal hier suchen. Demon. Wir brauchen eine Temperia-Essenz mit einem Metallurgic Infuser. Haben wir noch eine Temperio da? Nein, dann müssen wir eben eine craften. Kostet ja nur 1024. Geht sogar relativ schnell. Machen wir, komm, wir gucken mal, dass wir 27 hin, machen wir 26. Hoffentlich reicht das. Alter. Ja, ich habe schon gemerkt, in diesem, bei mir ist das Immunsystem langsam ein bisschen, bei einigen Sachen ein bisschen langsam beim Rechnen. Besonders hier bei der Essenz. Ja, lassen wir das mal sein. Auf jeden Fall, was ich noch machen wollte, das können wir jetzt gleich mal machen. Ich wollte hier noch die Generatoren und sowas machen. Das heißt, wir müssen einmal die ganzen Basic-Teile machen. Also, wir brauchen einmal ein Basic Universal Cable, eine Basic Mechanical Pipe, Pressurized Tube, Logistical Sorter oder Transporter und Thermodynamic Conductor. Damit haben wir die Quest schon mal. Dann brauchen wir Enriched Alloy. Das reicht sogar gerade. Weil die nächste Quest ist, dass wir das auf Advanced upgraden. So. Sehr schön. Haben wir auf Advanced. Okay. Wir nehmen dann hier nochmal die Capacitor raus. Ich nehme nochmal. Ich nehme nochmal 2-6 Eisen mit, dass wir davon nochmal was machen. Halt. Haben wir noch Speed Upgrades? Und Energy Upgrades? Weil dann können wir den Metallurgic Infuser ein bisschen upgraden. Hier haben wir Item Speed Upgrades. Aber Energy haben wir keine. Können wir davon nur welche machen? Anscheinend nicht. Machen wir später nochmal welche. So, boah, ich finde es so angenehm. Da habe ich auch noch schön die falschen eingepackt. Okay, dann gucken wir mal wegen den Capacitern. So, ich würde gerne mal gucken, dass wir davon 2-6 mal machen. Dass wir davon ein bisschen was auf Vorrat haben. Wir werden aber nicht drum rumkommen, mal die solche Sachen zu automatisieren, wie die Plastiksorten, die wir brauchen. Ein Stack und eins weiter. So, und jetzt hier Lock Selection raus.
Hier können wir auch mal Speed-Upgrades reinpacken. Bei Zeiten. Ich müsste doch jetzt das Zeug auch noch reinballern können, damit wir schon mal die ersten Capacitor bekommen. So. Es gibt momentan so viel zu tun. Das Zeug nehme ich mit, das nehme ich jetzt auch mal mit. Wir werden auf jeden Fall jetzt bald die Pressure Chamber auch mal nach unten verlegen, genau wie die Laser und sowas. Wir sind mittlerweile wirklich so weit gekommen, dass wir die totale Automatisierung anfangen können. Komm, das lasse ich mal gerade hier, das auch. Das kann rein. Das kann rein. Und davon 6. Kommen wir reißen schon mal zurück. Machen da die Taschen schon mal was leer, können wir schon mal weitermachen. Finde ich gut, dass ich mich in Forsterei vorbereitet hatte. Ich meine, natürlich weiß ich, dass ich das vorbereitet habe. Siehst du, das hätte man gerade machen können. Nehme ich mal raus. So, jetzt aber hier. Zu euch. Eins. Zwei. Wofür zum Henker habe ich? Ach, für die Gaskondolenz. Jetzt stimmt, da war ja was. So. Und jetzt zu den Ultimate-Versionen davon. Dann schon haben wir wieder eine Questreihe fertig. Meinen Dislocator würde ich aber gerne haben. Sehr schön. Hier die Reihe haben wir fertig. Das heißt, es geht jetzt hier mit weiter. Aber wir holen uns mal kurz die Capacitor, die würde ich nämlich gerne schon haben. Wie viel habe ich jetzt eigentlich von denen? So, dann können wir mal das hier kurz durchziehen. Und wir haben unseren ersten Demon Steel of the First Magnitude. Davon werden wir noch eine jede Menge bekommen. Können wir damit eigentlich noch was machen? Nur zum Second. So. Ui. Ui. Wir haben Jutta freigeschaltet. Ah. Ja, weil wir jetzt Zugang haben. Weil wir jetzt hier die Kacke machen können mit den Demon Steel, können wir jetzt auch offiziellen Zugang machen zu den. Sag mal schnell, wie heißen sie? Zu dem Reaktor. Auf jeden Fall, wir machen jetzt erst einmal hier weiter. Wir brauchen drei Heat Generator, einen Fuel Rod Heater und einen Resistive Heater. Okay, Resistive. Ich habe so ein ganz ungutes Gefühl. Oh, weißt du was? Das setzen wir jetzt erstmal auf Autocraft. So, das. Okay, dann. Das. Und wir brauchen Lumium. Ich befürchte gerade, dass mein Hals ein bisschen sich erkältet. Oder beziehungsweise, dass der Wirt in mir, oder ja. Ich glaube, das lassen wir mal sofort sein. Zum Glück habe ich hier dieses Unifier Rebel aufgebaut. Für die drei. Wobei wir den anderen Zettel jetzt gar nicht mehr brauchen. Ah ja, da drüben habe ich noch die Plattform so weit abgebaut. Ich muss noch den letzten Rest entfernen. So, jetzt erneut. Zack.
Und ich wusste, ich habe gerade noch was vergessen. So, jetzt. Zack. So. Und die hauen wir dann hier rein. So und so. Hier waren auf jeden Fall hier dran. Ah ja. Energy. Sehr schön. Den Resistive Heater haben wir. Dann brauchen wir den Fuel Wood Heater. Dafür brauchen wir zwei Furnace. Auch easy. Und Heat Generator. Was haben wir davon? Das haben wir. Okay. Dann brauchen wir von denen nochmal. Von den Teilen. Und von denen brauchen wir 9 Stück. So. 1, 2, 3. Und. Also. Energy. 3 Stück. Oh, jetzt fehlt Alloy. Das müssen wir echt mal auf Autocraft setzen. Das merke ich schon. Wir müssen so viel hier auf Autocrafting setzen. Das ist krass. Alter, 450.000. Löscht uns ja alles weg. Alter. Mit so viel hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Jetzt haben wir natürlich wieder zu wenig. Okay, da müssen wir auf jeden Fall. Oh ne, dann lasse ich es mal gerade sein, das ist mir zu blöd gerade. So, Energy, 3 Stück, versuchen wir nochmal. Sehr schön, das haben wir. Das Zeug kann da rein und ich würde sagen, wenn dann packen wir alles richtig rein. Wir claimen mal wieder ein paar Rewards. Besonders, weil ich die Hoffnung habe, dass wir gerade ein paar von den Enriched Alloys aus Lootpicks kriegen. So, so. Hier ist nichts. Ja, hier sind. Epsilon hatten wir, Ether kann, werde ich auch irgendwann mal wegböllern. Iota, ja, da müssen. Gut. Die Chance Cubes kommen hier rein. Und wir fangen hier an. Perfekt, das hat sich jetzt schon gelohnt. Nope. Oh, das ist nett. Packing Tape. Ein Fortune Cookie. Noch ein Fortune Cookie. Und. Boah. Es hat sich jetzt überwiegend gelohnt, allein wegen dem Enriched Alloy, weil wir da jetzt gerade ein paar Probleme noch mit haben. So, ich würde jetzt auch gerade sagen, wir sind bei 15 Minuten. Ich mache uns mal so ein bisschen Quarz. Gehen dann mal hier hin. So 5, 6, 7. Machen wir so. 3, 4, 5.
4, 5, 6, 7, 8 und dann hier. So, dann würde ich sagen, holen wir ME-Cable. Da brauche ich mal Stents. Machen wir mal. Davon und ein Interface. Ich finde sowas so richtig schön anzuschauen. So, worauf wartest du jetzt noch? Dass die Assembler frei werden oder wie? Gut, dann habe ich noch ein wenig vorbereitet. Und zwar habe ich, wie man vielleicht hier eben schon gesehen hat, 6 Ultimate Furnace vorbereitet. Die können wir jetzt gleich machen. Dann machen, würde ich sagen, machen wir das hier hin. Dann haben wir hier 3. So. Sehr schön. Packen die hier drauf. Dann machen wir hier eine neue Bratbank hin, dann brauchen wir das hier nicht mehr. Sehr schön, das Interface ist fertig. Das setzen wir dann auf Coal, aber auf die Mini Coal. Da habe ich sogar extra ein Rezept für gemacht. Dann machen wir noch eine Crafting Card. Ich brauche nochmal Gold Prozessoren. Das sollte relativ schnell gehen, da können wir schon mal währenddessen den Rest machen. Hier habe ich alles rausgeholt. Okay, dann kann ich ja schon mal Kabel rüberholen. So, das brauche ich und das brauche ich. Hier könnte. Kann ich eigentlich noch abzwacken. Wir brauchen ja eh nur einen Kanal. Und das reicht dann auch schon komplett hierfür. So, dann brauchen wir Item Conduits. Und Speed Upgrades, davon würde ich nochmal gerne 15 machen. Sehr schön. Dann machen wir hier Conduits dran für die Mini Charcoal. Das sollte so klappen, genau. Dann machen wir schon mal so. Nein. Insert. So. Überlegen, wie ich das jetzt machen soll. Wenn ich jetzt holen wir erstmal hier gerade schon mal die raus. So. Geht das jetzt schon so?
die mal hin. Glas werde ich jetzt auf jeden Fall noch brauchen. Manchmal gerade 1000. Wenn ich jetzt so mache. Nein. Muss ich noch mit Filtern arbeiten, wenn. Ich glaube, das mache ich auch. Das heißt, wir brauchen 6 Hopper. Wieso habe ich die Engine noch nicht auf Autocraft? So. Man könnte meinen, wir werden ein bisschen verwöhnt mit dem Autocraften, aber nein. Aber wir machen jetzt schon mal die Filter. Und zwar die hier. Dann haben wir das schon mal ein bisschen einfacher. Ich weiß, die Folge ist rum, aber das machen wir jetzt noch. So. Wenn wir dann hier sagen, Black. Eine Blacklist für die Mini-Coal. Funktioniert das immer noch nicht. Und wenn ich dann hier sage, weil hier eine Blacklist machen, dass einfach nur gar kein Mini-Charcoal rauskommt. Das sieht gerade schlecht aus. Das ist gerade ganz, ganz schlecht. Ich überlege mir mal, was wie ich das mache. Das schauen wir dann beim nächsten Mal. Dann würde ich sagen, haut rein und tschüss.